Ja, grundsätzlich ist es so, dass der Tag, an dem Lionel Messi und Barcelona irgendwann getrennte Wege gehen, natürlich irgendwann kommen muss. Natürlich dachte man vielleicht eher, dass das irgendwann einfach das Karriereende sein wird. Oder jetzt ist es scheinbar anders. Ich bin in der Materie nicht drin. Lionel Messi ist ja, mit der beste Fußballer des Planeten. Vielleicht auch rückwirkend auf die Fußballgeschichte gesehen in den letzten 100 Jahren. Da hat zwar natürlich jeder auch seine individuelle Meinung. Wenn man jetzt den, Pelé, den Herrn Pelé selber fragen, der sieht das dann vielleicht ein bisschen anders. Aber Hut ab vor der ganzen Karriere und jetzt, dass jetzt irgendeine Veränderung kommt, das kann auch für die Fußballwelt interessant sein aus meiner Sicht. Also außer den Barcelona-Fans, was ich nachvollziehen kann, sieht das Ganze wahrscheinlich keiner wirklich kritisch, sondern ist eher gespannt, was sich da für neue Wege auftun. Heute gleich am Anfang die Bühne, die unsere. Glaube ich nicht. Ich habe in den letzten Monaten ein, zwei Mal mit unserem Finanzvorstand gesprochen. und da glaube ich, können wir nichts machen.